Tag und herzlich willkommen in St. Wendel. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung hierher und die netten einführenden Worte. Ich muss nur etwas korrigieren, den Doktortitel, den müssen Sie streichen, den führe ich nicht. Es ist mir ein Herzensanliegen, hier zu sprechen, denn seit Beginn der Corona-Geschichte habe ich immer wieder zu meiner Frau gesagt, ich muss unbedingt zu den Menschen reden können, um ihnen die Angst zu nehmen, denn das, was hier geschieht, ist einfach nicht normal. Das geht so nicht. Kurz ein bisschen was zu mir. Ich bin also seit 40 Jahren als Zahnarzt tätig. Bin verheiratet mit einer Frau, die Gesundheitsberaterin ist und die mich also in Gesundheitsthemen auch sehr unterstützt hat und in meiner Entwicklung vorangebracht hat. Ich habe auch gelernt durch mein Studium und die Beschäftigung mit der Medizin, dass das, was heute als Wissenschaft gelehrt wird, oft in Zukunft als Bullshit gilt. Also nicht immer alles für bare Münze nehmen. In 20 Jahren sieht man es vielleicht wieder ganz anders. Also, gut, ich gehe näher ans Mikrofon. Ich hoffe, das ist so besser. Ich möchte mit Ihnen eine kleine Reise durch das Land der Viren machen, um Ihnen den Schrecken und die Angst davor zu nehmen. Sie besitzen in Ihrem Körper ca. 30 Billionen Zellen. Daraus besteht Ihr Organismus. Sie beherbergen darin 40 Millionen Mikroben, also Bakterien in Ihrem Darm. Das sind mehr als Körperzellen. Und nochmal 10-mal mehr Viren. Also Viren können per se nichts Schlechtes sein, weil sie haben 10-mal so viel Viren in sich als Körperzellen. Jetzt gibt es aber auch krankmachende Viren und da ist es interessant, mal geschichtlich zu gucken, wann sind die denn aufgetaucht. Und heute weiß man, dass die ersten krankmachenden Viren vor 3.000 bis 4.000 Jahren aufgetaucht sind, als die Menschen anfingen, Tiere als Nutztiere zu halten. Und die ersten krankmachenden Viren sind von Kühen auf Menschen übergegangen. Sie kennen alle die Kuhpocken. Also diese gibt es schon seit 3.000 bis 4.000 Jahren. Denn die meisten krankmachenden Viren sind in den Tieren, wo sie sich aufhalten, unschädlich und für die belanglos, aber sobald sie auf den Menschen übertreten, können sie Krankheiten auftreten. Und wenn man das weltweit betrachtet, hat man festgestellt, diese Viren treten im Grunde immer nur dann auf, wenn Mensch und Tier in Dauerstress leben. Und dann passieren diese Vorgänge. Vor 3.000 bis 4.000 waren es schon die Kuhpocken. Vor circa 100 Jahren hat man die ersten Viren, die HIV-ähnlich sind, festgestellt. Vor 20 Jahren war das mit dem Ebola-Virus, das ist im Kongo von Makakenaffen auf den Menschen übergegangen. Und auch das fand in einer Zeit, in einer Region statt, die sehr stressbeladen war. Als ich junger Zahnarzt war, wurde ich mit dem AIDS-Virus konfrontiert. Also ich war gerade mit dem Studium fertig, fing an zu arbeiten und dann kam dieser AIDS-Hype. Damals hat man vorhergesagt, das ist ganz furchtbar, wir werden Hunderttausende Tote haben. In Afrika wird das wüten, der amerikanische Kontinent ist bald ausgestorben und es ist ganz, ganz schrecklich und furchtbar. Man hat damals überlegt, ob man Dörfer einrichtet, wo man alle AIDS-Kranke sozusagen zusammenpfercht, damit die bloß isoliert sind von den anderen und die nicht anstecken. Was ist davon übrig geblieben? Fast nichts mehr. AIDS, muss man dazu sagen, ist nicht wirklich eine Krankheit per se, sondern das ist eine Definition. Wenn Sie auf einen AIDS-Test positiv sind und an einer Krankheit aus einer gewissen Liste sterben, sind Sie per se an AIDS gestorben. Und zu diesen Krankheiten gehört Lungenentzündung. Also per Definition AIDS-Test positiv, an Lungenentzündung gestorben, sind Sie an AIDS gestorben. Jetzt sind meine beiden Großmütter an Lungenentzündung gestorben, über 80 Jahre. Und für mich war das jetzt zwar traurig, aber nichts Außergewöhnliches, denn ich hatte in meinem Studium gelernt,
wenn man mit 80 Jahren nicht an den üblichen Zivilisationskrankheiten gestorben ist, stirbt man aller Wahrscheinlichkeit nach an Lungenentzündung, weil das Immunsystem so tief unten ist und damit nicht mehr klarkommt. Und was erleben wir heute? Es sterben Menschen über dem Durchschnittsalter der Lebenserwartung, angeblich an Corona, bedingt an Lungenentzündung. Also im Grunde als Ganzes betrachtet eigentlich gar nichts Ungewöhnliches oder nichts so Dramatisches. Als diese schlimmen Prognosen mit AIDS in Afrika verbreitet wurden, hat ein Regierungspräsident eine Menge Wissenschaftler zusammengerufen, hat sich mit denen an einen Tisch gesetzt und hat sich das alles angehört, was die zu erzählen hatten. Und als sie fertig waren, hat er gesagt, so, ich höre auf zu testen und gebe auch keine antiviralen Medikamente mehr. Und siehe da, das Land hat sich prächtig entwickelt und es kam überhaupt nicht zu den vorhergesagten Katastrophen. In dem Zusammenhang erinnere ich an die Aussage von Dr. Wodak, der schon vor 3 Monaten gesagt hat, wenn wir nicht testen würden, hätten wir keine Pandemie. Und dann habe ich mich immer schon direkt am Anfang gefragt, wo kommt dieser unsägliche Test her? Und jetzt habe ich gelesen, der Test wurde von Dr. Drosten entwickelt zu einer Zeit, als die chinesische Behörde noch nicht die komplette Virusdefinition veröffentlicht hatte, nur aufgrund eines Schnipsels. Und 4 Tage vor der Veröffentlichung hat er den Test schon auf den Markt gebracht. Erstaunlich. Ich hatte schon die RKI-Statistik erwähnt, auf der man, also ich habe es nachgerechnet, das sind nur Kolonnen und Mengenangaben und man muss mühsam ausrechnen, was das wirkliche Durchschnittssterbealter ist. Ich habe es nirgendwo im Internet gefunden, ich habe selbst ausgerechnet. Das ist also 4 Monate höher als die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland. Und das habe ich schon gehört von Medizinern aus der Schweiz und die haben mich eigentlich auf die Idee gebracht, rechnet das doch bei uns mal nach. Wenn man jetzt bedenkt, dass auf der Welt, seit es Corona gibt, 37 Millionen Menschen gestorben sind und davon 1% an Corona, wird einem mal klar, also angeblich an Corona, wird einem mal klar, was das für einen Stellenwert hat und wie groß dieses Problem wirklich ist. Dann ist es für mich erstaunlich, dass auf der RKI-Seite die Arbeitsgemeinschaft für Infektiologie ihre Werte veröffentlicht, dass diese Arbeitsgemeinschaft fasst also Werte zusammen von Sentinel-Praxen. Also das sind Praxen, die permanent alle Menschen, die mit Atemwegserkrankungen die Ärzte aufsuchen, darauf testen, welche Erreger die Symptome ausgelöst haben. Und die kamen zu der Berechnung, dass also im Maximalfall in der, ich glaube es war so die 14. Kalenderwoche, 1,7% aller Menschen mit grippeähnlichen Symptomen nur von SARS-CoV-2 betroffen waren. Also ein verschwindend kleiner Prozentsatz. Und alle anderen hatten die üblichen Grippeviren, die man so landauf, landab die ganzen Jahre halt so kennt. Die üblichen Vertreter. Und wenn man sich dann die Sterbestatistik anguckt auf der RKI-Seite und sieht dann im Moment nur 410, 420 Grippetote im Vergleich zu sonst 3, 4, 5 oder 10.000 pro Jahr, muss man sich fragen, wo sind die denn dieses Jahr geblieben? Hat man die einfach nur rübergeschoben in die andere Abteilung? Aber egal, wie man das jetzt sieht, für mich entsteht der Eindruck aus ärztlicher Sicht, da herrscht eine Virusblindheit vor.
Man sucht nach einem winzigen Virus, was überhaupt nicht zu sehen ist, und übersieht dabei, mal zu gucken, was haben die Menschen denn gemeinsam, die daran gestorben sind? Was könnte dahinter stecken, warum Millionen andere infiziert sind, nichts bekommen, nichts merken, nur leichte Erscheinungen und manche sterben? Da muss man doch gucken, was ist denn da gemeinsam? Vielleicht findet man daraus, dass die vielleicht viel zu oft und viel zu viel Antibiotika bekommen haben. Ich habe von einer Studie gelesen, da hat man Ratten versucht, eine Salmonellen-Infektion zuzufügen. Und dann hat man zwei Gruppen gebildet. Den einen hat man eine Antibiotika verpasst und die anderen nicht. Und dann hat man hinterher geguckt, wie viel Keime, wie viel Erreger brauche ich, um denen eine Salmonelleninfektion auszulösen. Bei den Gesunden waren es 100.000, bei denen mit der Antibiotika-Behandlung genau 3. Also daran sehen Sie, dass das nicht spurlos am Immunsystem vorübergeht. Das hinterlässt seine Spuren. Und somit kommen wir zum Immunsystem. Denn das ist das, was jeder von uns besitzt und wo er Einfluss nehmen kann. Das können Sie sowohl stärken als auch runterfahren. Ohne ein intaktes Immunsystem kann sich ein Virus, mit einem intakten Immunsystem, kann sich ein krankmachendes Virus bei Ihnen nicht ausbreiten. Außerdem schützt es Sie auch noch vor Krebszellen, weil die hält es auch in Schach. Also ein gutes Immunsystem ist auf jeden Fall gut. Sie kriegen ein gutes Immunsystem, indem Sie mit vielen Mikroben in Kontakt gekommen sind. Also nicht dadurch, dass Sie sich hermetisch abriegeln und versuchen, in sterilen Räumen aufzuhalten. Sie müssen viel Kontakt haben. Auch die Kinder, die müssen im Dreck spielen können, die müssen mit Hunden und Katzen und Haustieren umgehen können, damit sie ihr Mikrobiom selber für sich ausbilden und auch ein Immunsystem aufbauen können. Man kann sich vorstellen, dass die Mikroben im Hals an den Mandeln vorbeirutschen und die Mandeln im Grunde wie so ein Scanner an der Kasse alle Keime abscannen und im Prinzip archivieren und im System hinterlegen. Also sie brauchen den Kontakt, sonst funktioniert das alles nicht. Ihr Immunsystem, wenn es richtig ausgebildet ist, arbeitet das auf 4 Ebenen. Also Sie haben einmal die B-Zellen, die fangen die Viren erstmal ab, sobald die auf ihrer Körperoberfläche sind. Ist aber ein Virus in eine Zelle eingedrungen, kommen die Helferzellen und helfen dieser Zelle. Schaffen die das immer noch nicht, dann kommen, und die Zelle produziert und vermehrt das Virus, dann kommen die Killerzellen und machen diese Körperzellen kaputt. Und wenn das noch nicht reicht, dann kommen die Fresszellen und die fressen diese auf und hinterlassen sogar Gewebeschäden, also regelrechte Narben. Sie kennen das vielleicht von den Pockennarben. Ja, jetzt gibt es einen interessanten Aspekt bezüglich Kinderlähmung, Polio. Das Begriff kennt ja jeder. Man hat festgestellt, dass viele, viele Menschen mit Polio in Kontakt kommen und infiziert werden, aber nur die allerwenigsten bilden diese Krankheit aus, zum Glück. Und dann hat man geguckt, was haben die gemeinsam? Das Gemeinsame ist, dass diese Kinder schlecht ernährt sind und Zucker spielt dabei eine enorm große Rolle. Also ein vollwertig ernährtes Kind kann kein Polio bekommen. Denn bei Polio, ist es hochinteressant, weil die Viren zwar die Nervenzellen befallen können, aber die Viren selber machen gar nichts. Nur das fehlgeleitete Immunsystem geht auf die Nervenzellen los und zerstört die Nervenzellen, was zu den Lähmungen führt. Und das ist dann das Problem. Ein gesundes Immunsystem macht das gar nicht. Ja, die Frage kommt jetzt, wie können Sie Ihr Immunsystem beeinflussen? Ich zähle Ihnen ein paar, nicht zu viele, ich will Ihnen ja keine Angst machen und keinen Stress machen. Ich zähle mal ein paar Einflüsse auf, die schlecht sind, die Sie meiden sollen. Zucker ist das Schlimmste, was es in dieser Beziehung gibt.
Das nächste ist Stress, Angst. Angst, also Stress ist ganz schlimm, weil Stress dazu führt, dass ihr Immunsystem wie der Hauptschalter abgedreht wird, denn es verbraucht viel Energie. Der Hauptschalter wird abgedreht und alle Energie wird für Flucht oder Angriff benutzt. Und deshalb ist Stress extrem ungünstig fürs Immunsystem. Das hat sicher jeder bei sich schon festgestellt. Als Zahnarzt habe ich damit zu tun, Menschen kommen zu mir, die haben Aften oder Kriebschen, wie der Saarländer sagt. Das sind Viren, die sitzen in der Haut und sind 10 Jahre lang völlig unsichtbar, machen sich nicht bemerkbar. Und in Stressphasen, dann können die aktiv werden und dann kommt das Ding raus. Ja, gut. Praktische, also in der Praxis sieht man das dann direkt. Des Weiteren schädlich sind Gifte, Pestizide, Insektizide, Antibiotika, Chemotherapie. Es gibt sogar immunsuppressive Therapie, Strahlung aller Art, sagt nur 5G und so weiter. So, und jetzt zum positiven Teil, was Sie alles tun können. Auf der substanziellen Ebene können Sie Ihr Immunsystem stärken, indem Sie ein paar Vitamine zuführen. Vitamin C, ganz essentiell, das können Sie kiloweise günstig in der Apotheke kaufen oder Sie pressen sich jeden Tag eine Bio-Zitrone, dann sind Sie bestens versorgt. Zusätzlich Vitamin D3, entweder in Form eines Sonnenbades, das ist natürlich immer besser, oder auch durch eine Pille in Verbindung mit Vitamin K, dass es besser aufgenommen wird. Und die Spurenelemente Selen und Zink. Je nach Typ, Sie können das auch mit Echinacea machen, Sie können Ingwer nehmen, Kurkuma, andere Wurzeln, damit können Sie es auch stärken. Oder Sie nehmen homöopathische Mittel ein. Auf der anderen Seite können Sie zu einer natürlichen, ja, Bewegung zurückkommen, dass Sie nicht mehr so viel sitzen und auf der Couch liegen, dass Sie sich einmal am Tag so bewegen, dass Sie ins Schwitzen kommen. Das stärkt auch enorm das Immunsystem. Oder Sie gehen in die Meditation. Meditation ist unglaublich wirkungsvoll. Eine Stunde Meditation verändert 160 Gene in Ihren Zellen. Es ist Wahnsinn. Oder setzen Sie sich dem Hitzereiz aus, was wir in der Corona-Zeit nicht durften. Die Saunen wurden geschlossen. Also Saunabesuch oder Kältereiz, was der Pfarrer Kneipp schon propagiert hat. Oder Hungerreiz, dass Sie mal eine Mahlzeit ausfallen lassen. Oder Sie machen gar eine Fastenkur oder zweimal im Jahr über 8 bis 10 Tage. Stärkt brutal das Immunsystem. Und nicht zu vergessen, Sie brauchen viel oder ausreichend gesunden Schlaf und eine vollwertige Ernährung. Auch ganz wichtig. So, dann wollte ich noch was zu Impfungen sagen. In der Theorie soll es ja so sein, dass wir uns irgendwas einspritzen, was mit dem Erreger zu tun hat oder von dem abgeleitet wurde. Das soll eine Reaktion im Immunsystem auslösen und uns vor Erkrankung bewahren. Das wird Ihnen mit keiner Impfung garantiert. Das steht drauf, das soll, aber das ist nicht garantiert. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich den Beipackzettel angucken, ich habe mir die Mühe gemacht vor 2 Wochen und habe mir das vom Masern, Mumps, Röteln angeguckt. Das Ding ist so lang. Wenn Sie das gelesen haben, kriegen Sie nur das kalte Grausen. Ich weiß nicht, ob die Mütter, die ihren Kindern das geben lassen, ob die das von ihrem Arzt vorgehalten bekommen und dann erst entscheiden sollen, ob sie das machen. Also das ist, sagen wir mal, die Theorie, wie Impfung wirken soll. Aber ich denke, man braucht keine Impfung, wenn man ein intaktes Immunsystem hat. Und wenn ich mir da den Spruch von Frau Angela Merkel oder unserem Gesundheitsminister Jens Spahn vorstelle, die gesagt haben, bevor es keine Impfung gibt, kehren wir nicht zur normalen Normalität zurück.
Das klingt doch ziemlich alternativlos, aber das finde ich gar nicht. Es gibt eine Alternative, ein Immunsystem. Also man kann ja zu Impfungen stehen, wie man will. Ich habe vor 50 Jahren die Masern gehabt und habe das relativ gut überstanden, glaube ich. Und es hat mir nicht viel ausgemacht. Dagegen zu impfen kann ja vielleicht noch Sinn haben, weil dieses Masernvirus ist heute noch das gleiche wie vor 50 Jahren. Das hat sich nicht verändert. Also ist das die Impfung in gewissem Sinne zielgerichtet. Aber bei Grippeviren, Coronaviren, die so schnell mutieren, was macht das für einen Sinn, auf dem jetzigen Coronavirus einen Impfstoff zu entwickeln, wenn der nächstes Jahr weg ist? Oder wie der... berühmte Professor Carol Sikora aus England gesagt hat, das Virus ist schneller weg, als der Impfstoff da ist. Hol es weg. Okay, dann machen wir schnell mit dem weiter. Gut. Also wer mehr Informationen in dem Zusammenhang möchte, wie das mit den Grippen, mit den Impfungen da auf sich hat, der kann sich bei YouTube die Arte-Dokumentation angucken, Profiteure der Angst. Da erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen. Ich gehe mal davon aus, dass viele von denen, die hier sind, gerne die Zustände verbessern würden. Und deshalb wollte ich was sagen zu unseren Zustandsverbesserern. Bitte gehen Sie nicht in die Konfrontation, gehen Sie nicht in die Aggression. Versuchen Sie nicht zu kämpfen und versuchen Sie nicht, einen Bill Gates anzugreifen. Der hat dickere Kanonen als Sie. Sie können da kaum als Sieger draus hervorgehen. Das ist mehr als Zeit- und Kraftverschwendung. Meine Empfehlung, konzentrieren Sie sich auf das Positive, was Sie in die Welt tragen wollen und stellen Sie das Positive immer wieder in den Vordergrund. Die Wahrheit muss immer wieder wiederholt werden, denn die Lüge wird auch immer wieder wiederholt. Und für Sie selbst, besinnen Sie sich auf Ihre Selbstheilungskräfte. Übernehmen Sie selbst die Verantwortung für Ihre Gesundheit. Stärken Sie Ihr Immunsystem. Ich befürchte, Sie brauchen es noch. Und gehen Sie aus der kindlichen Unschuld heraus in die Eigenverantwortung. Es gibt niemand da oben, keine Frau Merkel und kein Herr Spahn, der es wirklich gut mit Ihnen meint. Sorgen Sie selbst für sich. Lassen Sie sich keine Angst einjagen, von niemandem was vorschreiben. Gehen Sie in die Ecke des gesunden Menschenverstandes und stehen Sie ein für unsere Freiheit, auch unsere Entscheidungsfreiheit und all unsere Grundrechte. Seien Sie wachsam und schauen, was es sich vielleicht hinter dem Corona-Schleier noch zusammenbraut. Es könnte vielleicht gefährlicher sein als ein Virus. Stehen Sie zusammen, halten Sie zusammen, knüpfen Sie Bekanntschaften mit Gleichgesinnten, denn zusammen sind wir stärker und geben uns gegenseitig Halt. Wir dürfen uns nicht durch ein Social Distancing auseinanderdividieren lassen. Und bitte bleiben Sie im Mitgefühl mit Andersdenkenden. Niemand um Sie herum denkt böswillig anders als Sie. Er hat nur andere Informationen, auf deren Basis er zu anderen Schlussfolgerungen kommt. Helfen Sie daher, durch die Verbreitung der besseren Informationen die Menschen zu besseren Entscheidungen kommen zu lassen. Dafür sind wir heute hier zusammengekommen. Applaus
Ich danke Ihnen herzlich. Namaste.